Ja, einen recht schönen guten Morgen auch von mir. Wir machen ja Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Heute Kapitel 4, die Verse 1 bis 22. Ich lese diesen ganzen Abschnitt uns mal vor. Und da heißt es weiter: Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten, voller Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Männer auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag traten der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort: Ihr Führer des Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Bildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren, überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder geschehen. Und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung ausbreiten. Deshalb wollen wir ihn unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinen Namen als Lehrer aufzutreten. Aber Petrus und Johannes erwiderten: Urteilt ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch zu gehorchen, mehr zu gehorchen als Gott. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.
Die Ratsmitglieder drohten ihn daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen. Sie sahen vorerst keine Möglichkeit, die beiden zu bestrafen, ohne damit das Volk gegen sich aufzubringen. Denn alle, wirklich alle, priesen Gott für das, was geschehen war. Immerhin war der Gelähmte über 40 Jahre alt, und dass jemand, der von Geburt an gelähmt gewesen war, nach so langer Zeit noch gesund wurde, war ein besonders eindrucksvoller Beweis für Gottes Macht. Bis hierhin einmal unser Bibeltext von heute. Ich habe gelesen aus der Genfer Übersetzung und ich habe mir so für mich gedacht, wenn ich mal eine Bibel übersetze, was ich wahrscheinlich nicht tun werde, aus Mangel an Wissen über die alten Sprachen, aber wenn ich es könnte oder würde, welche Überschrift würde ich über Kapitel 4 setzen? Da habe ich mir überlegt, ich würde hinschreiben, der Aufreger des Tages. Der Anlass für den Aufreger, ja, das muss man im Auge behalten. Durch die Hände der Apostel wurde ein gelähmter Mann, der am Eingang zum Tempel bettelte, schlagartig gesund. Und dieses Wunder geschah im Namen Jesu. Wir hatten letzten Sonntag und vorletzten Sonntag davon hier in den Predigten gehört. Während sie zu dem Volk redeten, so beginnt der heutige Text. Also es geht um Petrus und Johannes, zwei Jünger. Sie können nicht schweigen von dem, was sie selbst gesehen und gehört haben. Und sie meinen jetzt nicht dieses Wunder, sondern sie meinten eigentlich das, was sie mit Jesus 3 Jahre lang erlebt hatten. Sie waren ihm gefolgt. An der Erklärung des Petrus erregte man sich. Er behauptet, dass in Jesus allein und niemand sonst vollkommenes Heil, also Rettung für uns Menschen zu finden ist. Für die Apostel stand nicht die Heilung des Gelähmten im Fokus der Verkündigung, sondern die Auferstehung Jesu aus den Toten. Ja, und darum kommt es zu einem Konflikt mit der Regierungsgewalt. Im inneren Hof der Tempelanlage hatten eine Reihe von Priestern, das war so üblich, die Aufsicht, und die waren sofort zur Stelle. Der Hauptmann des Tempels hatte sogar Vollstreckungsgewalt. Das Ärgernis war die Verkündigung der Auferstehung Jesu. Kurzerhand werden die beiden Männer inhaftiert und für eine Nacht in Gewahrsam genommen. Doch durch die Worte der beiden Apostel an das Volk, die blieben nicht ohne Wirkung, während sie zum Volk redeten. Und das Wort wurde gehört und angenommen. Wir haben gelesen, an diesem Tag, zählte man in Jerusalem nochmals 5000 Männer, vermutlich noch einmal so viele Frauen. Am nächsten Tag werden die Apostel vor die oberste Behörde des jüdischen Volkes geführt. Der Hohrat, das Synedrium, wir würden auch sagen, es ist der jüdische Gerichtshof. Die Behörde hatte richterliche Befugnis. Sie bestand aus gut 70 Mitgliedern, meist waren es Männer des jüdischen Adels und von hohem Rang. An der Spitze stand der amtierende Hohepriester. Dass sie zusammenkommen, ist der Beweis, wie wichtig ihnen das alles erscheint. Nur wenige Wochen zuvor meinte derselbe Hohe Rat, mit Jesus, den Nazarener, fertig geworden zu sein und verurteilte ihn zu Tode. Jetzt muss dieser Rat erneut zusammentreten und fragt fast verlegen, wie die Jünger selbst dieses Vorkommnis, nämlich die Heilung eines
gelähmten Mannes sich erklären. Wieder taucht der Name auf, ohne dass sie selbst ihn nennen, Jesus von Nazareth. Sagt uns, in welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr dies getan? Petrus weiß, was er zu sagen hat, er antwortet in aller Kürze und Klarheit und mit Vollmacht. Der entscheidende Grund dafür ist, er war erfüllt mit Heiligem Geist. Im Zentrum seiner Rede nimmt er jetzt Worte aus Psalm 118. Er sagt, der Stein von euch, den Bauleuten, für nichts geachtet, ist zum Eckstein geworden. Und dieser eine gewaltige Satz steht ganz im Fokus seiner Verteidigungsrede. Mit diesem Satz stehen jetzt plötzlich die Ankläger auf der Anklagebank und wirken wie entmachtet. Ihr Lieben, nur ein Wort zur rechten Zeit. Petrus hatte diese Gnade und ich wünsche sie auch dir und mir. Ein Wort zur rechten Zeit. Der Psalmist sagt ja einmal, ein Wort von dir, er meint Gott, sind mehr als 1000 Worte sonst. Ich wünsche es uns sehr, dass wir immer wieder diese Gnade haben, das Wort zur richtigen Zeit. Aber zum Inhalt, was bedeutet der Stein, von dem hier die Rede ist? Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um deutlich zu machen, was gemeint ist. Es gibt eine Berufsgruppe, vor der ich persönlich wirklich allerhöchsten Respekt habe. Das Handwerk. Obwohl meine Vorfahren Schuhmacher waren, bin ich selber jetzt handwerklich nicht mit der größten Begabung ausgestattet. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das sagen soll. Man spricht ja nicht so gerne über seine eigenen Schwächen, gell? Aber ein Beispiel. Ihr müsst ja verstehen, auf was ich jetzt hinaus will. Es liegt schon etliche Jahre zurück, eigentlich fast 20 Jahre. Darum kann ich heute drüber reden. Ich sollte ein Regalbrett in unserem Kinderzimmer anbringen. Also wir waren umgezogen in unser neues Haus damals, musste neue Möbel rein, Regalbrett, ja, kein Problem. Das Brett war gekauft, aber jetzt war es zu lang. Also, ich schnell in den Keller gewetzt, Handkreissäge geholt, das Brett auf den Tisch gelegt und gesägt. Wenn jetzt ein Stück Holz auf den Boden fällt, macht es wie Klack, es fällt. Das war so. Bei mir war das ein bisschen anders. Es hat Klack, Klack gemacht. Ihr könnt euch denken. Und in dem Moment schoss es mir durch den Kopf. Mensch Jürgen, du hast das Brett abgesägt und den Tisch. Hoffentlich merkt es die Kerstin nicht. Und die Kinder, was werden die erst zu mir sagen? Papa, du kannst ja nicht mal ein Brett absägen. Und ich sage euch, die Geschichte bekomme ich heute noch bei manch passender Gelegenheit aufs Brot geschmiert. Dann denke ich immer, ja, gut, wer Familie hat, braucht keine Feinde. Aber ich habe in all den Jahren zum Glück und mit Gottes Gnade ja auch dazugelernt. Der ramponierte Tisch, der existiert noch und steht jetzt bei uns im Keller. Er dient als Werkbank und Ablage für meine Säge und erinnert mich ab und zu an diese skurrile Situation von damals. Versteht ihr jetzt darum meine höchste Achtung und Wertschätzung vor jedem, der im Handwerk
und Baugewerbe tätig ist, wirklich ganz ernst. Und im Übrigen darf ja auch nicht vergessen werden, dass Jesus selber die meisten Jahre seines Lebens als Zimmermann gearbeitet und so manche Baustelle gesehen hat. Ich muss noch was ergänzen jetzt, damit ihr versteht, auf was ich dann hinaus will. Größten Respekt hatte ich auch vor meinem Vater. Er war einfacher Fabrikarbeiter. Als sich meine Eltern dann eines Tages entschlossen, ein Haus zu kaufen, blieb wegen des Geldes keine große Wahl. Was macht man, wie macht man es? Und sie haben sich dann entschieden für ein Fertighaus. Und auch wegen des Geldes, sagte mein Vater dann, dann muss ich da viel Eigenleistung trotzdem bringen. Und er hat dann beschlossen, ein bisschen mit Hilfe seiner Brüder, das Fundament und das Kellergeschoss, das errichten wir selber, also in Eigenleistung. Ich habe da großen Respekt davor, ich habe das nie gemacht. Gesagt, getan. Und ihr Lieben, noch heute weiß ich, und das ist jetzt 50 Jahre her, heute weiß ich, wie stolz mein Vater war, als dann eines Tages dieses Fertighaus angeliefert kam und mit einem Riesenkran musste das ja aufgesetzt werden auf dieses Kellergeschoss. Und ich weiß heute noch, wie stolz mein Vater war, weil alles bis auf den Zentimeter genau passte. Und es war nicht selbstverständlich. Länge, Breite, jeder Winkel, jede Ecke, alles war perfekt. Obwohl es zu jener Zeit noch keine Nivelliergeräte gab, wo das alles einfacher ist mit Laserstrahl und so weiter. Wohlgemerkt, mein Vater hatte zuvor noch nie in seinem Leben einen Keller gemauert, aber er hat sich diese Fähigkeit in kurzer Zeit angeeignet. Ganz anders erging es da einem Studenten aus dem Bauwesen. Dieser hatte ein längeres Praktikum auf verschiedenen Baustellen zu absolvieren. Eines Tages begleitete er einen erfahrenen Zimmermann, der ein Treppenpodest in der Ecke eines Gebäudes einschalen sollte. Aber irgendwie wollte diese Schaltafel nicht in den rechten Winkel passen, den der Rohbau doch eigentlich haben sollte. Der Zimmermann drehte und drückte die Platte hin und her, aber kam am Ende zu dem Ergebnis, hier stimmt irgendwas nicht, hier stimmt was nicht. Der unerfahrene Student sah das jetzt nicht so eng und meinte, das kann man doch passend machen, zum Beispiel mit einem Hammer. Der Zimmermann schüttelte nur den Kopf, was meinst du, wie sehr das ganze Gebäude mit seiner Seitenlänge von 100 Meter aus dem rechten Winkel sein muss, wenn schon diese kleine Schaltafel nicht passt. Und dann rannte er zum Bauleiter. Kurz darauf wurde die Einmessung des Rohbaus natürlich überprüft. Und das Ergebnis zeigte die ganze Katastrophe. Das Bauwerk stimmte vorne und hinten nicht und war am Ende sogar einen ganzen Meter aus dem rechten Winkel. Der Student meinte danach nur eines: Nach diesem Erlebnis wusste ich, was eine rechte Ecke bedeutet. Nach diesem Erlebnis. Früher, als es noch keine Nivelliergeräte gab, war der Garant für die rechte Ecke war eben ein ganz besonderer Stein. Das war ein großer, also im Altertum noch, das war ein großer, exakt
wirklich exakt winklig geschliffener Stein, den man eben dann Eckstein nannte. Er greift tief in die Wände beider Richtungen und gibt dem ganzen Gebäude Stabilität, Zusammenhalt und natürlich auch die korrekte Ausrichtung. Ein Experte im Bauwesen erklärte mir noch vor einigen Tagen Folgendes. Heute spricht man nicht mehr von einem Eckstein, sondern eher von einem Grundstein, der gelegt wird. Dieser Stein ist in der Tat der erste Stein und zugleich auch der wichtigste. An ihm wird alles andere ausgerichtet. Ist der Grundstein nicht korrekt gelegt, ist die Katastrophe schon vorgeplant. In Markus Kapitel 12 lesen wir von einer sehr harten Auseinandersetzung, die Jesus noch kurz vor dem Passafest mit der religiösen Elite hatte. Jesus erzählt diesen Menschen eine sehr plastische Geschichte, ein Gleichnis, nämlich von den bösen Weingärtnern. Die Geschichte endet tragisch, denn die Weingärtner beschließen, den Sohn des Besitzers zu töten. Und so lesen wir. Sie aber, die Weingärtner, sprachen zueinander: Der ist der Erbe. Auf, lasst uns ihn töten. Dann wird das Erbe uns gehören. Und sie packten ihn und töteten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Das sind Worte Jesu in diesem Gleichnis. Dann sprach Jesus weiter zu diesen Menschen: Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Und jetzt zitiert Jesus diesen Psalm 118: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und Jesus spricht weiter: Von dem Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder in unseren Augen. So zitiert Jesus aus Psalm 118. Die Reaktion seiner Zuhörer war heftig. Da suchten sie ihn festzunehmen, aber sie fürchteten das Volk. Sie hatten nämlich erkannt, dass Jesus mit Blick auf sie dieses Gleichnis gesagt hatte. Und mit diesem Wort waren sie entlarvt. Und nun, wie ich es eben gelesen hatte aus Apostelgeschichte 4, nun hören diese Menschen diese Anklage noch einmal, nämlich aus dem Mund von Petrus und Johannes. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und sie wussten, wer gemeint ist, ist zum Eckstein oder Grundstein geworden. Auch im Alten Testament wird uns einmal von einem Stein berichtet, den man für unbrauchbar hielt. Man hat ihn einfach beiseite gelegt. In 1. Samuel 16 wird berichtet, wie der Prophet Samuel von Gott den Auftrag bekommt, für Israel einen neuen König zu suchen. Samuel kommt eines Tages in das Haus eines Mannes mit Namen Isai und er spürt, dass der neue König aus diesem Hause kommen muss. Die Söhne Isais, und er hatte einige, werden nun nacheinander vorgestellt. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Ich habe mir immer gedacht, das ist wie ein Laufsteg. Ja, da kommt der Erste, der Zweite, der Dritte. Aber jedes Mal sagt Samuel: Nein, nein, dieser ist es nicht. Nein, und dieser ist es auch nicht. Und so weiter. Bis zum Schluss sich alle sieben Söhne vorgestellt hatten, die eben in dem Haus waren.
Und Samuel kommt zu dem Urteil, diese alle hat der Herr nicht erwählt. Und Samuel fragte den Isai, sind das all deine Kinder? Und der sagt, ja, ja, das sind sie alle. Ja. Aber, Moment. Ich weiß nicht, ob es euch mal so ging, dass ihr eins eurer Kinder vergessen habt. Das wäre tragisch, ne? Müssen wir Gemeindezucht üben. Moment. Da gibt es ja noch einen, aber der ist ja nicht so wichtig. Der Jüngste, der ist nicht so wichtig. Nicht wichtig. Der ist ja weit draußen und hütet die Schafe. Samuel ordnet an, dann schick hin, aber ganz schnell und hol ihn. Ihr wisst, wie das Ganze ausging. Schließlich wird David, der in Bethlehem geboren wurde, zum König über Israel gesalbt. Aber auch ihn hielt die eigene Familie sogar für unbrauchbar. Man hat ihn wie einen unbedeutenden Stein beiseite gelegt. Gott aber sprach, er ist es. Ihr Lieben, Gott urteilt nach anderen Maßstäben, als Menschen es tun. Aus einem Schafhirten macht Gott einen König. Und es ist ein Wunder in unseren Augen. Der Eckstein oder Grundstein ist der Garant für Stabilität und Ausrichtung. Und so gibt Jesus den Menschen und ich glaube auch uns heute einen guten Rat in Matthäus 7, den man nicht überhören darf, nämlich das eigene Lebenshaus nicht auf Sand zu bauen, sondern auf einen fest gegründeten Felsen. Auch hier erzählt Jesus ja eine Geschichte. Und er sagt zum Schluss, jeder nun, der diese meine Worte, also die Worte Jesu, hört und tut, wird einem klugen Menschen gleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und so greift auch der Apostel Paulus dieses Bild des Eckstein noch einmal auf in dem Brief an die Gemeinde zu Ephesus und erklärt es dort ausführlicher. Ich will es uns kurz lesen. Paulus schreibt also an die Epheser, dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hatte er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er meint jetzt die Feindschaft gegen Gott. Er ist in dieser Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Er meinte also hier sowohl die Heiden als auch das Volk der Juden. Dann, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zugang zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen.
Durch ihn wächst er, dieser Bau, er ist noch nicht fertig, er wächst. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Der Eckstein verbindet gleichsam Gott und Mensch. Gott und Mensch. Jesus, von den Toten auferstanden, ist der Mittler zwischen Gott und Mensch. Der Eckstein der Liebe und Barmherzigkeit, der uns eins gemacht hat mit dem Vater. Frieden mit Gott. Das Haus unseres Gottes. Und Paulus spricht ja hier von der Gemeinde Jesu weltweit. Das Haus unseres Gottes ist nicht auf Sand gebaut, sondern hat ein Fundament. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten. Gebäude mit einem schlechten Fundament bekommen Risse und sie verfallen mit der Zeit. Gemeinde Jesu aber fällt nicht in sich zusammen, sondern ist gegründet und der Bau wächst weiter. Und dieses Haus hat einen besonders wertvollen Stein. Der Grundstein ist der wichtigste Stein des ganzen Gebäudes. Ohne ihn könnte das Haus gar nicht gebaut werden. Gottes Urteil lautet, ich zitiere jetzt mal aus Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren, fest gegründeten Stein. Und weiter heißt es, wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Ich will zum Schluss kommen. Jesaja spricht von einem festen Grundstein, auf den man sich verlassen und auf den man aufbauen kann. Der Glaube der Apostel ruhte auf diesem Felsen. Und darum heißt es ja auch weiter im Psalm 118. Wir haben ja bis jetzt nur den Anfang zitiert. Darum heißt es weiter, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und ich denke, mit großer Sicherheit ist mit diesem Wort der Tag der Auferstehung Jesu aus den Toten gemeint. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Das Urteil von Menschen lautet, er war verachtet. Und wir hielten ihn für wertlos. Jesaja 53. Der Ort der Kreuzigung, Golgatha, war ursprünglich ein verlassener Steinbruch. Menschen haben den Stein begutachtet bis in unsere heutige Zeit hinein, aber für wertlos gehalten. Die Bauleute haben den Stein begutachtet und achtlos beiseite gelegt. Ihr Lieben, meine Überzeugung ist folgende. Jeder Mensch, der Evangelium hört, wird vor einer Entscheidung stehen. Entweder Jesus Christus, der Auferstandene, ein unbrauchbarer Stein, den man getrost beiseite legen kann, oder Christus der Auferstandene, der kostbarste Stein meines Lebens, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen. Die Frage ist, wie urteilst du?